So, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Fuel. Ja, letzter Part ging so etwas von gar nicht. Takoro hat mich auseinandergenommen und ich habe offscreen trainiert. Das werdet ihr allerdings genau jetzt sehen. Und ich bin mir sicher, dass ich, wie heißt der denn, Yo oder You oder wie auch immer, dass ich den Arena-Leiter hier besiege oder besser gesagt Misty, sie, wie auch immer. Warum ich mir sicher bin, ich hatte eben Testdurchlauf gemacht und wenn diesmal alles so klappt wie jetzt, dann ist Yo oder wie der heißt besiegt. Aber ich will erstmal was testen, ob das auch geht. Erstmal, ein Schwertanz von Chuck hat er auf Level 32 oder 33 erlernt, weiß ich nicht. Ich war offscreen leveln und dann halt. Jetzt gucke ich erstmal, ob die Donnerwelle mir was weiterhelfen kann. Das wäre gut, ja! Lanton ist paralysiert, weil letzten Part habe ich Donnerwelle auf Aquana gemacht. Das hat allerdings überhaupt nichts gezogen und von daher hat es mir nicht so wirklich was gebracht. Doch das ist jetzt perfekt für uns. Das ist echt perfekt. Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt greife ich an mit Donnerblitz und setze nochmal Schwertanz ein mit Chuck. Okay, der Sandwirbel war gut von Jo. Allerdings ist es schwer, ein Schwertanz zu verfehlen. Das ist schwer, ja. Wie soll sowas denn gehen? So. Donnerblitz. Das meine ich, das sieht kaum was. Oh, Lanton ist wieder paralysiert. Perfekt. Dann kann ich sicher gehen, dass ich gleich alles und jeden besiege mit Durchbruch. Zuerst mal auf Lanton. Das soll zuerst weg. Okay, Aquana kommt mit rechter Hand. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Ich bin mir sicher, ein Durchbruch und jedes Pokémon ist weg. Das geht gar nicht anders. Nach den zwei Schwerttänzen zweimal, ja. Das ist schon ordentlich. Da steckt schon was hinter. Also jetzt kommt er schon mit seinem Lapras. Schon. Ja, ich weiß ja jetzt, was er für Pokémon hat. Von daher ist es nicht mehr blind für mich. Also Lapras dürfte aber kein so großes Problem werden. Wie gesagt, ein Durchbruch. Genau jetzt muss ich aufpassen auf die Surfer. Okay, da ist Typhoon besiegt. Allerdings, Chuck zieht Surfer nicht ganz so viel ab. So, Ander, seht ihr, ist Level 31 und Magnaien habe ich auch gefangen. Aber allerdings, Ander, der ist bei Surfer natürlich sehr anfällig. Den brauche ich jetzt nur drinne, damit meine Taktik aufgeht. Und zwar Durchbruch für Lapras, ist das Lapras natürlich weg. Und jetzt sollte das Dings kommen, das eine miese Pokémon, wie heißt es da? Amoroso. Genau, das ist dann auch gleichzeitig das letzte. Also was heißt mies? Amoroso ist nicht so besonders toll. Knirscher auf Aquana und Durchbruch auf Amoroso. Damit dürfte Amoroso auf jeden Fall besiegt sein und Aquana, weiß ich nicht, hat kaum was gezogen. So, der Surfer ist jetzt natürlich scheiße für Ander. Hat sehr viel gezogen. Allerdings ist Chuck mal wieder so gut wie Moon. Hat kaum was gezogen. Und der Durchbruch geht daneben. Ah, fuck. Jetzt wird's mies. Eissturm. Jetzt muss ich aufpassen hier. Ja, auf anderen natürlich nicht so effektiv. Aber Chuck. Die Init wird bei beiden gesenkt. Und wie viel zieht Chuck? Okay, nicht so viel. Ich bin gerade am überlegen, ob ich ein Dings brauche. Ein, wie heißt das? Ein Supertrank oder so, sonstiges. Supertrank auf Aquana, ne? Okay, ich versuch's weiterhin. Durchbruch muss treffen, weil das ist meine Taktik. Und wenn, jetzt sieht's schlecht aus. Wenn Durchbruch nicht trifft, dann bin ich glatt am Arsch. Das wollte ich sagen. Jetzt sieht's übel für mich aus. Jetzt muss ich aufpassen. Ich schick Magnaien rein, schnell. Oh, ey, ich kann jetzt nicht wirklich failen, oder? Komm, jetzt kommt mein Durchbruch und der trifft. Und Aquana, wehe. Das gibt's jetzt nicht, ne, Leute, dann, ich beiß mir so ins Hemd. Das wird, nein, dann sag ich erstmal, dass es mir so leid tut, aber komm, ich hab noch nichts verloren hier. Amoroso ist sogar sehr effektiv, komm, es besiegt jetzt hier nach dem Durchbruch. Magnaien erhält EP unfreiwillig. Okay, da ist ja jetzt wohl mal klar, was ich einsetze. Habe ich einen Supertrank hier, habe ich. Das ist wichtig, Mensch. Ich könnte jetzt verlieren mit einem Mal. Und ich riskiere da lieber nichts. Aquana rechte Hand, sehr dumm. Ist ja kein zweites Pokémon mehr da. So, Durchbruch. Und ich würde sagen, damit wäre das unser Orden hier in Fuel. Der zweite erst.
erstaunlich, wie viele Parts ich brauche, um irgendwie was zu erreichen. Naja, komisch ist das halt. Magnaien erreicht Level 19, obwohl das ziemlich egal ist, da ich Magnaien gar nicht brauche, überhaupt nicht, nee. So, Quellorden, Pokémon ist Level 30, gehorchen mir. Warum habe ich denn schon welche über Level 30? So, ich brauche doch Magnaien, stimmt. Kann ich dem nicht Zerschneider beibringen? Egal, wir erhalten TM Aquawelle, wie wir das aus Kanto kennen, oder wie es einige von euch auch nicht kennen. Auf jeden Fall, wir erhalten, oder haben Aquawelle erhalten. So, hier seht ihr, 60 Stärke, 100 Genauigkeit. Ja, ist ja eine tolle Wasserattacke. Ah, ich habe den Zerschneider noch gar nicht. Ha, das fällt mir ja früh ein. Und, ja, ich sollte eventuell nochmal zur Nugget-Brücke. Aber jetzt wird erstmal gespeichert. Und ich bin mir sicher, Takoro wird mich wieder sowas von auseinandernehmen. Aber jetzt habe ich Schwertanz. Ja, ich könnte es nochmal gegen Takoro versuchen. Auf die Schnelle. Dafür sollte Chuck allerdings nach vorne. Ander dahin. Und ja. Ich gehe jetzt erstmal. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Hier runter. Und in dieses Haus mal gucken. Hallo. Seufzt, zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Okay. Der steht wohl nur vor seinem Fernseher. Das heißt, er ist nicht so wichtig. Typhoon, wichtig. Typhoon sollte ich heilen. Obwohl ich denke, so langsam. Moment. Ach, das. Ja, stimmt. Deswegen, ich wundere mich gerade, warum läuft Takoro mit einem Kapaloris rum? Das ist ja sein Starter-Pokémon. Er hatte ja einen Litorzel damals. Oh Gott, soll ich wirklich gegen Takoro kämpfen, Leute? Was meint ihr? Ja, doch, muss ich jetzt. So langsam muss ich gegen Takoro mal kämpfen. Aber, verzeiht, nicht so, ganz sicher nicht so. Kurz mal in Hyperspeed. Nein, ich will nur kurz was machen. Den Anfang werde ich in Speed machen. Oh, er fängt mit Chanera an. Okay, Durchbruch, dann werde ich doch Takoro schnell auf Speed besiegen. So, bei Kapaloris ist jetzt wichtig, Chuck drinnen lassen. Das sieht sehr gut aus und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Das sieht sogar perfekt aus. Oh, die Aquawelle überleben wir. Ein Schwertanz noch. So, das war perfekt. Wenn ich jetzt angreife. Oh, nein! Chuck! Boah! Das gibt's jetzt nicht wirklich, ne? Nach den Schwertänzen wurde es echt besiegt. Und der Knirscher, der geht jetzt noch. Fuck, der geht doch nicht mehr mit den ganzen Schwertänzen. Ich dachte, der tut sich irgendwie zusammen. Ja, und ich habe diesen Kampf schon verloren. Ich sehe es doch. Donnerblitz wird nicht ziehen. Ne, keine Chance. Und Takoro ruft Kapaloris zurück. Ah, er hat danach noch einen Landturm. Schön zu wissen. Allerdings bringt man es jetzt auch nichts mehr. Und ja. Takoro, ich sehe gerade, Magnaien hat Biss. Biss, wuhu. Nein, aber dieser Kampf macht keinen Sinn mehr. Ich werde doch nochmal resetten. Okay, ich habe gerade den Emulator verschoben. Tut mir leid, hätte nicht passieren dürfen. Aber ihr seht, boah, der Anfang war so perfekt. Ich darf es nicht auf die Aquawelle drauf ankommen lassen. So. Tut mir leid, das kam jetzt alles ein bisschen schnell. Aber jetzt geht's mal los hier. So, er hat einen Chanera. Damit fängt er an. Und ich bin so dumm. Ich hab nie auf die Zeichen geachtet. Das war so dumm von mir. Wenn er schon Chanera hat, dann ist es doch, dann ist das doch praktisch das Anzeichen dafür, dass. Der gibt mir doch die Chance. Sowas kriege ich doch nicht jeden Tag. Das ist einfach bescheuert von mir gewesen. Jetzt hau ich nämlich hier meine Schwertänze rein. Okay, Toxin, das war mies. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, zwei Schwertänze hatte ich jetzt, ne? Da dürfte ich jetzt nicht so viel riskieren. Okay, Chanera hat alle KP. Nein, ich meine, mit dem Gift dürfte ich jetzt nicht so viel rum experimentieren. Da sollte ich jetzt einfach mal machen. Durchbruch. Und ich hoffe inständig, dass Kapaloris diesmal irgendwie ein bisschen Schaden machen zu können. Ich dachte, wenn ich Schwertanz einsetze, hat Ander auch diesen geboosteten Angriffswert, aber allerdings nicht, wenn Chuck besiegt wird. Da zeigt sich mal wieder, wie wenig ich mich diesmal auskenne mit Schwertanz und Co. So, jetzt wird das natürlich noch schwieriger, hier jetzt was machen zu können. Ich hoffe, Hornattacke haut rein. Ja! Ja, das wollte ich, sehr geil. Und jetzt ist Takoro praktisch schon besiegt. Ja, jetzt kann
Ja, jetzt kann mir nichts dazwischen funken. Ich kann nicht paralysiert werden. Das geht jetzt gar nicht. Da, er kann jetzt nur noch mit Hydropump oder irgendwas kommen. Donnerblitz. Und das hat mehr Initiative. Nee, das geht nicht, Leute. Takoro, das ist mein Remake von dir. Takoro, du bist weg. Gebasht. Das kannst du nicht überleben. Ja. Ich wusste es, Leute. So, und so haben wir Takoro besiegt. War gar nicht so schwer, aber ich, wie ich das da schon gesagt habe, ich sollte Fuel jeden Part offscreen trainieren, also nach jedem Part, vor jedem Part, wie auch immer. Und jetzt kommt Takoro, der Ekelige, auch noch wieder. Was will der? Ich will die Ruhmes-Datei nicht. Okay, schade, Diesel hättest du mal ändern können. Egal. So, Takoro geht mal weg jetzt, hoffe ich. Puh. So, und da ich jetzt keinerlei Ahnung habe, ich glaube, der dritte Orden ist Elektro. Das, also wenn der erste hier halbwegs Gestein war mit Ursaring und manchen Veränderungen. Und Juan, nicht Juan, sondern Yo oder wie der heißt. Ich nenne die zweiten Arena-Leiter jetzt einfach Misty. Also Misty halt war ja auch auf Wasser. Wenn der nächste jetzt echt Elektro ist, dann habe ich ein kräftiges Problem. Und ich habe noch nichts gegen Elektro, deswegen nehme ich Ander jetzt nach vorne. Ja, und wir machen weiter mit dem fröhlichen Abenteuer von Pokémon Blatt Grün Fuel, würde ich mal sagen. So, ich habe ja immer mal meine Krisenphase, diesmal habe ich sie überwunden. Und mal sehen, was uns auf der Nugget-Brücke erwartet, nämlich dieser Trainer hier. Ja, was willst du? Der Ingame-Sound ist lustig. Käfersammler, boah. Okay, der hat einen Pudox und Bob, so sollte eigentlich der dritte Arena-Leiter heißen. Pudox ist auf Level 27, ja nee, ist klar, ist ja mal überhaupt nicht übertrieben, ne? Nee. So, Ander setzt Glut ein, Pudox schützt sich, wer hätte es gedacht. Ich wollte schon sagen, nochmal Schutzschild hätte ich jetzt nicht ertragen. Und ihr seht, wie es im Normalspeed einfach mal episch ist, aber verdammt lange dauert. Also ich werde noch des öfteren Speed machen. Zum Beispiel solche Situationen, die kotzen mich gerade an, ja. Pudox schützt sich selbst. Geh weg mit deinem Schutzschild. Übrigens, wir haben es 20 Uhr bei mir. Ihr werdet dieses Video dann heute sehen am Dienstag, aber Montag schon aufgenommen. Einfach aus Gründen der... Moment, dass wir uns verstehen. Glut ist sehr effektiv auf Ninja Tom, oder? Gut, Ninja Tom hat 1 KP. Leute, merkt euch das, falls ihr es noch nicht wusstet. Ninja Tom ist sowas von eigentlich sehr leicht zu besiegen, aber es kann in manchen Situationen ein solch abgefucktes Pokémon sein. Da haben nämlich nur sehr effektive Attacken Wirkung. Und ich glaube, das ist nur Psycho, Feuer, Elektro, Eis... Keine Ahnung, ist ja Käfer, aber da sind so manche Fallen versteckt. Ich glaube, ich habe mal Flug eingesetzt und das war dann nicht sehr effektiv oder so. Weiß ich nicht, will ich mich jetzt auch nicht wieder hineinsteigern. Was ich sagen wollte, ihr seht das Video jetzt halt am Dienstag. Ich werde hier nach jetzt mal sehen, noch irgendwas aufnehmen, wenn ich Lust habe. Vielleicht Portal. Ich bin gerade in Portal-Stimmung. Ich will das Projekt beenden, also fertig aufnehmen. Ich habe es praktisch fertig aufgenommen. Nur rendern und uploaden muss ich halt noch. Wieso sag ich denn, ich will es fertig aufnehmen, wenn ich es fertig aufgenommen habe? What the fuck? Ja, Leute, müsst ihr nicht verstehen. Auf jeden Fall, ich muss es noch rendern, uploaden und boah, das dauert noch. Das dauert noch. Auf jeden Fall. Und glaubt mir, ich bin so froh, wenn ich nächstes Jahr meinen neuen Rechner habe. Dann werden mal wirklich geile LPs kommen, ich verspreche es. Und ja, das hier, Nummer 2, wird die letzte sein für diesen Part. Ich würde mal sagen, mehr kriege ich hier nicht reingewirkt. Und selbst das, selbst hier muss ich mich jetzt noch beeilen bei Göre Stremmel. What the fuck? Okay, beim Togetic, ich glaube, mich richtig in Erinnerung zu schwelgen, dass Knirscher jetzt, fuck, Gena. Leute, wenn ich diesen Part nicht schaffe, tut mir leid, aber das muss sein, tut mir leid. Wenn ich diesen Part nicht schaffe, dann, nee, die muss ich diesen Part noch schaffen. Ja, Ander, schlaf ruhig, wie auch immer. Gleich schläfst du erst, hast du mich verstanden? Eine Hornattacke, abgesang. Egal, beeil dich, 10 Sekunden, 9, 8,
Nein, seid mit mir dabei, wie ich das ganz knapp noch schaffe. Oh, das hat 10 Jahre. Okay, Leute, mehr geht nicht. Wir sehen uns beim nächsten Part. Fuel!